Willkommen auf der Satox. Heute habe ich wieder ein weiteres Stück nochmal Nostalgie und zwar Infinite Stratos 2. Das hatte ich damals alles recht aufeinanderfolgend mir angeguckt. Also quasi die erste Staffel und dann gleich die zweite Staffel. War zu der Zeit halt schon alles im Japanischen zumindest draußen. Und hierzulande kommt jetzt dank Polyband auch noch das zweite Volume mit hierher. Ich verlinke euch auch nochmal ein Interview in der Videobeschreibung mit der Synchronstimme des Hauptcharakters. Schaut da echt gerne mal rein, würde mich freuen, ein bisschen Feedback davon euch zu bekommen. Und dann haben wir auch schon den Zettel, gucken wir mal, was das drin ist. Hier haben wir die limitierte Fan-Edition mit Sammelschuber und Artcards und Volume 1 inklusive. Ja, hier haben wir die ganzen Charaktere. Gut, Laura ist jetzt nicht nur auf dem Bild mit drauf. Laura und Charlotte sind ja meine Lieblinge. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ja, hier haben wir jedenfalls das Volume 1 mit den Episoden 1 bis 6 drauf. Ohne Extended Version von Episode 1 mit Original-Ton und deutschen Untertiteln. Dann der Rest kommt in den Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Tonausgabe ist 2.0. Das Bildformat ist 16 zu 9 Full HD. Es werden 50 GB Blu-rays verwendet. Dann geht das Ganze 144 Minuten, also 6x24, plus Bonus. Und wir haben hier Anime. Ja. Willkommen auf dem Kanal. Ich zeige euch Anime. Ja, ist leider nur so ein leicht lappriger Schuber, der hier oben leider oben bis eingedrückt ist. Das ist schade. Aber naja. Trotzdem, es geht ja um die Serie. Und dann haben wir hier das erste Volume. Nochmal das gleiche wie hier schon drauf steht. Stand. Gucken wir mal rein. Haben wir hier die Disc. Ein Wendecover, wo nur der FSK-Flatsch nicht drauf ist. Also es ist kein Alternativcover. Und, uiuiui, einige Artcards. Gut, auf der Rückseite steht nichts. Wahrscheinlich mit jedem der Charaktere. Da sind wir auch schon durch. Schick, schick auf alle Fälle. Falls ihr euch das gute Stück kaufen wollt, packe ich euch meinen Link in die Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich bei euch auch schon recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.